Hallihallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Digimon World Redigitize. Wie ich mich gerade eben in just diesem Moment wunderbar erinnern kann, wollten wir oder haben wir beim letzten Part mit Lilly geredet, die mal wieder einen Kampf für uns ersonnen hat. Nee, My Name is Kaufmann ist falsch, Legendary Omnion haben wir auch, Falsifying Data is Root. Ah genau, das war mit Helmut, ich hab nicht gecheatet und Lily's Secret Weapon. Ich sehe es hier sogar und ignoriere es komplett. Alles klar, Lily's Secret Weapon. Ich bin mit einer Möglichkeit, ich habe eine Möglichkeit gefunden, dich zu besiegen. Ich werde dieses Mal definitiv gewinnen. Wuh, ich bin vielleicht ein Genie. Sie wird mir einfach ihre Brüste zeigen und gut ist. Ich meine, dann bin ich abgelenkt. Gut, mein Digimon kann weiterkämpfen, aber ich bin abgelenkt. Ist das in Ordnung? Jo, das ist super geil in Ordnung. Alles klar, los geht's. Okay, was ist ihre geheime? Ah, erstmal ein braunes Monster-Emon. Kigurumi-Lili? Wo? Was ist das Überraschung in deinem Gesicht? Schaut euch sein Gesicht an. Absolute Überraschung. Ich habe dieses ausgestopfte... I put the stuffed toy costume, ich habe dieses Stoff-Spielzeugkostüm angezogen und mich selbst als Digimon eingetragen. Are you fucking kidding me? Jetzt fangen die hier auch noch damit an. Im Pokémon ging es auch schon los, ich habe mich als Machomon angezogen, ich habe mich als Hypno angezogen. Ich ziehe mich als Monster-Emon an und lass mich von dir verprügeln, weil man schlägt keine Frauen. Ah, klar. Nun kann ich stolz meine Material Arts Kräfte mit voller Kraft einsetzen. Alter Shit. No, auf geht's. Fuck, Alter. Kigurumi Lili, alles klar. So wie so ein Thema, man schlägt keine Frauen. Dark Dramon, auf geht's, mach sie alle. So will ich das sehen. Guck mal, ich kann zuschlagen. Guck mal, ich kann dich mit Wind zerschneiden. Guck mal, ich kann dich mit Dunkelheit überfüllen. Oh verdammt, vielleicht auch noch nicht, weil du schneller bist. Und guck mal, ich kann auch zuschlagen. Sobald ich aufgehört habe, verwirrt zu sein, wenn mich eine Frau gerade K.O. geschlagen hat. What the fuck? Gut, sie ist stark, ja, mit Material Art Skills. Kein Ding, aber sie ist in dem Kopf und hat Monster-Emon-Kostüm. Gut, es passt zu ihrem Nomemon, so als Weiterentwicklung, das passt wunderbar. So, wollen wir jetzt noch mal ganz kurz einen Charge-Attack reinhauen? Zeige mal, wie man richtig hart zuschlägt. Ja, Kopf gespalten, wunderschön, problemlos. Zack, umgehauen. Wie kommt man auf die Idee, ich messe mich mit diesem Digimon im Nahkampf? Willkommen bei Markus Damon. Bei dem hat es aber jetzt funktioniert, weil er Digi-Soul hatte. Ah, wie dumm. Das Kostüm ist schwerer, als ich gedacht habe. Ich kann mich nicht bewegen. Ausreden, Ausreden, alles nur Ausreden. Und darüber hinaus konnte ich kaum sehen, was vor mir passiert ist. Du bist ein Idiot. Warum hast du mich nicht fair 1 gegen 1 bekämpft? Und warum hast du ein Digimon benutzt? Was? Das ist kein Ort, an dem Menschen kämpfen sollten? Wenn das so ist, sollte ich meine Strategie für später aufheben. What? In this case, it's time for me to use... Ah, in diesem Fall ist es Zeit, meine letzte Strategie zu benutzen. Nächstes Mal wird es ein Ende sein. Behalt das in Gedanken. Oh, ich entschuldige mich vielmals für dieses unrespektvolle Auftreten ihrerseits in deiner Präsenz. Entschuldigen Sie mich. Hey, ein lovely Plüschi bekommen. Die will nochmal gegen mich kämpfen. Also gegen mein Digimon, sie hat es ja nur eine 101 schon nicht geschafft. Alter, wie kommt man auf die Idee? Oh mein Gott, ich bin von Idioten umgeben. Aber hey, was gibt's was Neues? Nee, dich haben wir glaube ich schon mal angesprochen. Du sagst mir nichts Neues. Und hier oben ist auch gar nicht Lily. Wird die mir irgendwann eine Mail schreiben? Das wäre wahrscheinlich nochmal ein bisschen schlauer. Aber lass mal kurz ein bisschen Billard spielen. Das wäre noch geiler, wenn wir das jetzt mal kurz nebenbei machen könnten.
Ich komme nicht mal an den Tisch ran. Verdammt! Ernsthaft? Na gut, so startet erstmal geil. Wir haben erstmal eine Frau verprügeln lassen. Alles klar, weg mit jeglicher moralischen Bedenken. Brauchen wir nicht. Hauen wir so zu. Wunderbar. So, dann würden wir uns trotzdem nochmal ganz gern registrieren. Der stärkste Krieger. An sich würde ich hier echt noch viele von denen ganz gerne platt machen. So zum Beispiel Omnimon wäre nochmal ganz geil. Aber bevor wir das machen, oder wenn wir es überhaupt machen, würde ich erstmal gern in das letzte Gebiet von Fire Islands gehen. Ins Binary Castle. Und beziehungsweise erstmal anfangen dorthin zu laufen, weil das wird wahrscheinlich eine ganze Weile dauern. Und wir sollten uns so ein bisschen vorbereiten. Ja, ich weiß, ist ein japanisches Spiel, X und Kreis sind vertauscht, tut mir leid, vergesse ich immer wieder. Steuerung und so, an so ein Bullshit erinnert man sich doch sowieso nicht. Denn ich würde nämlich grundsätzlich sehr gerne, um mal daran dahingehend weiterzureden, mit unserem Dark Dramon hier noch das Spiel beenden. Das wäre schon verdammt sexuell, wenn wir es hinkriegen würden. Ansonsten müsste ich jetzt für den allerletzten Kampf nochmal komplett bis zum Mega-Level Digimon hochzüchten. Was dann auf jeden Fall Banjo-Leomon wäre, um dann Chaosmon zu bekommen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Was habe ich eigentlich für Items mit? Aber wenn es sein muss, machen wir das natürlich. Andernfalls würde ich mich gern erstmal ausrüsten. Denn wir waren auch beim letzten Mal in der Powdery Cliff, haben dort auch recht viel. Oh gut, wir haben Black Gatomon nicht bekommen. Wir haben die arme Blume kaputt gemacht, aber ansonsten haben wir, glaube ich, alles getan, was erstmal ging. Wir müssten da jetzt nochmal hin, um nochmal gegen Dark Dramon zu kämpfen. Aber ich würde jetzt aus einem wichtigen Grund. Und zwar, dass ich wahrscheinlich demnächst mir die PS4 kaufe und dann Digimon World New Order spielen will, würde ich mich gerne erstmal hier ein bisschen beeilen und schauen, ob wir die Story irgendwie fertig kriegen. Makes Digimon happy as well. Es ist schon glücklich genug, da können wir es auch verkaufen. So, und dann brauche ich höchstwahrscheinlich sehr, sehr viele von Heil-Items und Co.KG. Oh, Deluxe Mushroom! Increases all talents of your Digimon. Kann eigentlich nicht schaden, den zu benutzen, ne? Weil ich habe jetzt schon ein bisschen Geld. Gut, ein bisschen wenig, aber grundsätzlich habe ich Geld. Hier gibt es doch bestimmt auch. Boah, ich springe die ganze Zeit. Steuerkreuz ist ein bisschen zu empfindlich. Genau, Death Counter reaches zero. Davon habe ich nur 3. 4 wären besser, auch wenn eigentlich am besten mein Digimon gar nicht SKO gehen sollte. Dann finde ich die hier eigentlich auch noch verdammt sexuell. Und jetzt habe ich kein Geld mehr, weil ich andernfalls nicht hinfliegen kann. Denn darin muss man ja auch immer denken, wir müssen ja auch hinkommen. Und ja, ich könnte jetzt rein theoretisch da einfach komplett den ganzen Weg fliegen. Das wäre, also, oder laufen, das wäre an sich kein Problem, aber fliegen geht halt schneller. Das ist, was ich eigentlich sagen wollte. So, die Frage ist, erstmal der typische Morgenschiss, den müssen wir natürlich auch noch mit absolvieren. Wir wollen ja hier komplett grandios und gut vorbereitet in die ganze Sache reingehen. Ich die ganze Zeit übe irgendwelche Störgeräusche auf meine Audiospur, die fast genauso laut sind wie ich. Ich weiß nicht, wovon das kommt. Hoffen einfach mal, dass ihr das nicht mitbekommt und ignorieren könnt. So, also ein vielleicht letzter Schiss in dieser wunderbaren Toilette. Ab jetzt gibt's nur noch oh, verdammt, ich hab den Namen vergessen. Also Camping-WCs oder Portable Bodies. Genau so waren sie. Musste eine Alteration sein, anders konnte man dieses Ding nicht benennen. Tragbares, himmlisches Örtchen würde auch gehen, aber wie gesagt, Alteration fehlt, kann man so nicht gelten lassen. Deswegen ist Portable Body, machen wir es lieber süß als groß. So, oh, und wir kriegen noch 600, alter Schwede, gib mir das Money Money, wuhu, und wir haben 1025 Profit gemacht, das ist doch schon mal schön. Heißt, wir können direkt 09 da nochmal mit reindrücken. Nicht ganz so viel. Ah, wir können nur 5 Stück machen. Na gut, hier, viel Spaß damit. Wehe, du verzockst dich. Vorher eigentlich bin ich der, der zockt. Wehe, ich verzock mich und du lässt das zu. Das wäre ja beinahe noch böse. So, wir würden jetzt gerne noch ein bisschen Fleisch kaufen, wenn das denn im Bereich des Möglichen liegt. So, das sollte auch erstmal ausreichen. Und Birdramon, lasset uns. Wir hätten echt nur Birdra. Also Birdra. Wo das A noch verdeckt ist. Das First Mon hat es leider nicht gereicht. So viel Platz. Es war dann doch zu teuer.
größeren Stand konnte sich Bertramon leider nicht leisten. So, ich muss zum Bonkeno-Vulcano. Und wir müssen dabei noch mit Benjo Leomon reden, für den wir den Brief bekommen haben. Man liegt ja jetzt alles wunderbar auf einem Weg, müssen wir sowieso dran vorbei. Apropos, wir müssen dran vorbei. Der Vulkan war ja größer als gedacht. Ich dachte, wir spawnen jetzt hier in dieser Area, wo die Achtung tödlich gefährlich losgeht und so weiter und so fort. Aber nein. Wir müssen noch kurz die Banane mit aufheben. Komm. Aber ich bin voll. Aber die Banane. Ich meine, sie ist sogar schon halb aufgeschält. Das kann man hier doch nicht liegen lassen. Hier, komm, so ein bisschen Digi-Mushroom können wir dafür auf jeden Fall wegwerfen. Sagt Ramon noch mal kurz einen lauten Schrei. Beeindruckt das Candlemon. Ich meine, Intimidation auf Englisch, Bedrohung ist der Schlüssel zum Erfolg. Hat Dark Ramon jetzt schon wunderbar verstanden und kann das grandios anwesen. Sieht einen Gegner, brüllt ihn zu Tode und daraufhin geht er zu Boden. Wofür ist eigentlich das, die Ecke hier? Die hat immer noch gar keinen Sinn. Aber gut, hey, wie ist es, eine schöne Ecke? Wenn du mal wieder Fehler begangen hast, so wie deine Pilze wegwerfen für irgendwelche Bananen, kannst du in die Ecke gehen und dich schämen. Was wir jetzt im Vorhinein gemacht haben, weil die Banane hat man schon weggeworfen. Eispilz braucht man sowieso nicht aufzuheben. So. Hell, es ist so heiß hier. Kann ich irgendwas machen? Es ist so heiß hier. Ich kann nicht reden. Okay. Wir sind leider zu doof dafür. Och man, aufzuhören, sie anzusprechen. Ich meine, sie ist auch so heiß. Und was denn das Wort? Sie sagt die ganze Zeit selber nichts anderes. Und wir sind leider zu doof dafür, ihr ein bisschen Wasser ins Gesicht zu spritzen oder andere Flüssigkeiten. Deswegen können wir leider einfach bloß weitergehen. Wap, 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 aber so läuft das nun mal. Hier liegt da auch was. Hey, noch eine Banane. Nice. Aber ganz wichtig, dass eine orange Banane ist. Gelb wäre auch zu normal gewesen. Ich hasse mich selbst. Ich hasse meinen Fehler. Seitdem ich gegen dich verloren habe, habe ich mein Gesicht komplett verloren. Was soll ich denn jetzt tun? Zurück in die Stadt gehen. Ja. Sieht so aus, als wenn der Memorial Stellar nun in guten Händen wäre. Außerdem, so wie es hier in diesem Brief von meinem Freund steht, scheint es keinen Sinn mehr darin zu geben, hier zu warten. Im Endeffekt, wenn ich zurück in die Stadt gehe, kann ich dort jeden disziplinieren. Weil ich es selber nicht geschafft habe, mache ich es bei anderen. Oh ja. Yeah. Wie mein Freund sagen würde, das ist die Mission eines Banjos. Ich werde meine Kraft benutzen, fürs Wohl der Stadt benutzen, dieses Mal. Okay, und Banjo Leomon ist in die Stadt zurückgekehrt. Was auch immer er dort machen wird. Wahrscheinlich einfach bloß regelmäßig Leute anschreien. Du trainierst zu wenig. Das da links hinten ist ein Schutzreaktor. Für zum Beispiel in Samus Aran sieht man exakt dasselbe Ding, wenn man bei Super Smash Bros. Auf der Stage von Samus ist, wo die ganze Zeit Lava kommt, ist so ein Schutzding auch aufgebaut. Und in diesem Schutzding ist nur das Klo. Nach dem Motto, ey schau mal, wir müssen A, dich beim Kacken vor der Umwelt schützen und B, die Umwelt vor deinem Abfall schützen. Ganz wichtig, weil wenn da einmal so ein meisterhafter Schiss rausgehauen wurde, der verpestet ja auch einfach alles. Das kann man so ja nicht stehen lassen. Gut ausgewichen, Dark Ramon. Ich sehe, dein Fuß-Movement ist immer noch on top. Wunderbare Beinarbeit. Boah, also bis einem die deutschen Wörter in dem englischen Spiel einfallen, ist das schon äußerst schwierig. Vor allem, wenn man selber die ganze Zeit nur auf englischen Seiten unterwegs ist und dann nie das Deutsche hört. Ich sollte mehr mit Leuten reden. Ausgeschlossen. Denied. So, zum Beispiel. Es klingt auch auf Englisch einfach besser, aber das ist eine uralte Debatte, die ich schon mit meinem Deutschlehrer geführt habe, dass Englisch einfach besser klingt und er meinte trotz all meiner Argumente einfach nein und hat mir eine 4 auf die Klausur gegeben. So wie bei jedem anderen Thema, wo ich nicht seiner Meinung war. Aber hey, was soll's, ich bin trotzdem durchgekommen. Schnee von gestern. Also, was denn das Wort ist? Ich habe das dann durch einen Fleischwolf Reiswolf geschickt und in den Schnee geworfen. Schnee von gestern. So, können wir auch direkt das Zero-Leuten... Nein, warte. Wir haben doch hier einen schönen Pilz.
Und du magst doch Pilze, ne? Ich hasse Pilze, muss ich ehrlich sagen. Also sie sind nicht so lecker. Hab auch jetzt nochmal probiert nach einer Kreation meines Vaters. War essbar, aber wird nicht mein Lieblingsgericht. Du dahingegen darfst hier gerne ein paar von den ganzen Sachen schlucken. Siehst du, HP und MP auch nochmal direkt aufgefrischt. Hast du noch Hunger? Hast du? Hier noch ein Stückchen Fleisch? Nein, hast du nicht. Aber dich freuen es auch nicht mehr in oder wie, ne? Mir zu zeigen, dass ich was richtig gemacht habe, darauf basiert unsere Beziehung. Und du ignorierst das einfach, Dark Tramon. Ist es, weil ich dir diesmal keine Accessoires gegeben habe? Schlimm. Einmal macht man was falsch und direkt geht alles den Bach runter. So, wir haben hier bestimmt gerade eine Mail bekommen, die ich auch bestimmt ganz gleich finde. Da, Mail. Von... I found a new job. Okay, und Matt. From Matt. Ich werde diesmal gewinnen. Gut, da haben wir schon geklärt, haben wir schon besiegt. Alles klar. Walk Roman, wollten wir noch irgendwas machen? Ich konnte es nicht annehmen, ne? Gigantic Twin Blade. Ich habe jetzt... Nein, ich Vollidiot. Deswegen wollte ich es ja nicht annehmen, weil ich jetzt das scheiß Digitationsgegenständchen in meiner Tasche habe. Fuck. Egal. Metal Greymon, hab das Gym-Equipment aufgebessert. Du kannst jetzt das Fortschritte-Training in der Stadt machen. Ich bin sicher, du wirst es gut benutzen. Ich habe auch ein Item angehangen, dann kann ich auch das mitnehmen. Super Karotte. Und Digipine. Alles klar, sind alles Trainings-Items. Ja, ich habe einen Job gefunden. Ich bin zurück in die Stadt. Als ich zurück in die Stadt gegangen bin, habe ich begonnen, nach einem neuen Job zu suchen. Und ich habe ihn im Warehouse gefunden. Und seitdem arbeite ich dort. Ich werde dort sicher nützlich für die Stadt sein. Als der Anführer des Wehrhauses. Hat es aber schnell weit gebracht. Wahrscheinlich hat er einfach die anderen Leute zusammengeschlagen, bis sie ihm den Chefsitz gegeben haben. Ich habe hier die Sachen wesentlich besser organisiert. Also kannst du sehr viel mehr Sachen hier unterbringen. Ich habe auch ein Item angehangen. Okay. Happy Mushrooms! Woo! Was auch immer das für Pilze sein werden, wenn die einen unbedingt so richtig schön happy und glücklich machen. Aber gut. Guter Übergang, denke ich, zum nächsten Part jetzt erstmal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr so ist, dann sagt mir doch bitte Bescheid, wenn ich Feedback lieben gerne in die Kommentare. Wir haben jetzt nicht viel gemacht, außer hinlaufen. Aber, da ich sonst nur 2 Minuten hier rumlaufen könnte und ihr dann den nächsten Part sehen würdet, könnte ich es auch komplett auf den nächsten Part aufschieben. Bis dahin, adios amigos und hoffentlich auf Wiederhören.